Ihr Lieben, ich möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 1. Das Thema der heutigen Predigt lautet die Genesis Jesu Christi. Klingt vielleicht ein bisschen seltsam, ihr werdet sehen, warum diese Predigt so heißt. Die Genesis Jesu Christi. In Matthäus 1, Verse 18 bis 25 wird heute unser Predigttext sein und eine ganz wichtige Frage, die auch im weiteren Verlauf des Matthäus-Evangeliums an die Leser, an uns herangetragen wird, ist die Frage, wessen Sohn ist Christus? Was ist seine Abstammung? Und an dieser Frage entscheidet sich, was für einen Platz er in deinem und meinem Leben, einnimmt. Wenn er einfach nur der Sohn von Josef und Maria ist, was für eine Bedeutung hat er dann für dich und mich bis ins Heute hinein? Und in Matthäus 22, Vers 42, dort stellt Jesus selbst diese Frage seinen Zuhörern und fragt, wessen Sohn ist der Christus? Was würdest du sagen? Matthäus, der dieses Evangelium geschrieben hat, er möchte uns diese Frage beantworten. Und deshalb lasst uns den Predigttext für heute lesen. Matthäus 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber war so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Als er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Das ist Gottes Wort an dich heute. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Unser Herr, danke, dass du es so gemacht hast, dass wir dein göttliches Wort nicht ohne deinen göttlichen Lehrer, den Heiligen Geist, verstehen können. Das bringt uns in eine totale Abhängigkeit von dir jetzt. Sowohl mich hier im Reden und jeden Einzelnen, der das jetzt hier hört. Deshalb wollen wir dich von Herzen bitten, dass du selbst jetzt das Reden und das Hören deines Wortes an uns segnest. Zu deiner Ehre und in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, Matthäus baut sein Buch in einer sehr präzisen Art und Weise auf. Die ersten Worte seines Buches lauten: Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und hier im ersten Vers, wie auch im 18., taucht das Wort, das griechische Wort Genesis auf.
Denn, und das ist interessant, in Vers 1 wird das mit Geschlecht übersetzt, in Vers 18 wird dasselbe griechische Wort mit Geburt übersetzt. Und es ist tatsächlich so, dass dieses griechische Wort Genesis durchaus ein Bedeutungsspektrum hat. Es kann Abstammung bedeuten, Geschlecht, Ursprung, Beginn. Es zeigt als Wort einfach zum Anfang. Und das ist wichtig für uns zu wissen, dass Matthäus hier dieses Wort benutzt, denn, und jetzt müssen wir hier ein bisschen ausholen, damit wir überhaupt hier einige Beobachtungen machen können. Im 3. Jahrhundert vor Christus taten sich verschiedene Gelehrte zusammen mit dem Ziel, das Alte Testament, damals gab es noch kein Neues, das Alte Testament, was es damals nur in hebräischer Sprache existierte, ins Griechische zu übersetzen. Warum? Ihr kennt die Geschichte Israels, dass nachdem Gott immer und immer wieder gesprochen und auch Gericht angedroht hat und Israel keine Umkehr zu Gott tat, dass Gott sie unter die Nationen zerstreut hat, ins Exil, ins Assyrische Reich, ins Babylonische, ins Persische Reich. Und dann kam etwas später, das ist quasi die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, kam Alexander der Große auf die Bühne der Welt. Und bei ihm geschah es erstmals, dass eine Weltsprache, so ähnlich wie heute Englisch oder auch Spanisch, dass eine Weltsprache eingeführt wurde. Damals sprachen alle Griechisch. Und deswegen taten sich die Gelehrten zusammen, weil sie merkten, dass die Nachfahren der zerstreuten Juden in zweiter und spätestens dritter Generation hauptsächlich nur noch Griechisch konnten und gar nicht mehr die hebräische Bibel lesen konnten. Also sie übersetzten es ins Griechische. Und wir wissen das, dass zur Zeit von Matthäus, zur Zeit Jesu, war diese Übersetzung des Alten Testaments, die vielen bekannt ist unter dem Begriff Septuaginta, wir wissen, dass das die Bibel der ersten Christen war. Das bedeutet, Matthäus kannte die Septuaginta. Er benutzt die Septuaginta, wenn er aus dem Alten Testament zitiert. Die Septuaginta war damals für die meisten ihre Bibel. Deswegen kannten sie auch dieses griechische Wort, Genesis. Und in der Septuaginta war das erste Buch Mose mit Genesis überschrieben. Das bedeutet, hier macht Johannes mit seinem Anfang in diesem Buch, macht er einen Sprung zurück an den Anfang. Er möchte uns zeigen, dass wenn wir es mit Jesus von Nazareth zu tun haben, dann haben wir es mit etwas zu tun, was bis zum Anfang zurückreicht. Ihr alle habt wahrscheinlich in der Schule Geschichtsunterricht gehabt. Und es ist ja so, dass Geschichtsbücher, wie werden die geschrieben? Rückblickend. Dinge passieren zuerst, dann werden sie aufgeschrieben und dann lernt man sie in der Schule. Jetzt stell dir vor, du sitzt in der Schule und dein Lehrer legt dir ein Buch hin und da steht Geschichte 2023 bis 3023. So ist das mit Jesus. Zuvor wurde die Zukunft geschrieben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Matthäus zieht hier eine Verbindung zu Genesis, indem er dieses Wort benutzt. Und wenn du bis jetzt noch nicht überzeugt bist, dann wirst du jetzt überzeugt. Die griechischen Worte hier in Matthäus 1, Vers 1, ich lese hier einmal vor. Das Griechische besagt Biblos, Genesios, das ist von Genesis, Biblos, Genesios, Jesu Christu. Und wenn du im Alten Testament in Genesis 2, Vers 4 die Septuaginta liest, dann steht dort Biblos, Genesios, Uranu, Kai, Ges. Geschichte oder Ursprung des Himmels und der Erde. Es ist die exakt gleiche Wortwahl. In Genesis 2, Vers 4, Ursprung des Himmels und der Erde. Und Matthäus beginnt sein Wort mit Buch des Ursprungs Jesu Christi. Und damit macht er einen wichtigen Punkt, nämlich in Genesis wird uns erzählt, wie Gott Himmel und Erde durch sein Wort erschuf. Aus dem Nichts. Göttliches Werk. Und Matthäus erzählt uns, wie Gott unser Heil
die neue Schöpfung durch sein Fleisch gewordenes Wort erschuf. Der erste Schöpfungsakt ist der des materiellen Universums inklusive allem, was darin ist. Der zweite Schöpfungsakt ist der einer endgültigen Erlösung aus dieser gefallenen und dem Tod geweihten Welt. Gott erschafft und er erschafft dann auf ein Neues in Christus Jesus. Und deswegen heißt diese Predigt die Genesis Jesu Christi. Und so wie er hier direkt zu Beginn seine Verbindung zum Buch Genesis zieht und es auch in Vers 18 wiederholt, wenn er beginnt mit den Worten die Geburt, die Genesis Jesu Christi, so finden wir mehrere Hinweise hier im Text über die Genesis Jesu Christi, den Ursprung, die Abstammung, sein Geschlecht. Und ich möchte in dieser Predigt mit euch mehrere dieser Hinweise betrachten, die uns hoffentlich zum Staunen bringen, die uns hoffentlich zu Anbetung bringen, die uns hoffentlich in unserer Gewissheit stärken darin, wer dieser Jesus Christus für mich persönlich ist und die uns auch schlicht und ergreifend das Wunder dieses Buches zeigen, was unendlich viele Verbindungen in sich erhält und uns so zeigt, hier ist ein göttlicher Autor, der den Stift in die Hand genommen hat, um dieses Buch zu schreiben. Erster Hinweis ist direkt im ersten Charakter. Wer ist nach Jesus Christus der erste Charakter, der genannt wird? Der Text beginnt mit den Worten, Vers 18, die Geburt Jesu Christi, aber war so, Doppelpunkt, als Maria. Worauf zielt es ab? Ich meine, höchst ungewöhnlich, dass jemand in der damaligen Zeit einen Bericht beginnt mit dem Namen einer Frau. Das wirft uns zurück in Genesis Kapitel 3, wo Gott eben der Frau die Prophezeiung gibt, der Menschheit die Prophezeiung gibt, dass jemand, der von einer Frau geboren werden wird, der Schlange den Kopf zertreten wird, dass jemand dort siegen wird, wo wir Menschen versagt haben. Ein zweiter Hinweis. Und das zeigt uns, Jesus Christus ist hier jemand, der von der Frau geboren ist, der Same der Frau. Der zweite Hinweis findet sich in der Zeugung von Jesus. Vers 20. Als er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Josef wollte sich von Maria heimlich, um sie nicht bloßzustellen, trennen, weil er gedacht hat, sie wurde mit einem anderen Mann intim. Anders kann man ja nicht schwanger werden. Doch hier schreitet der Engel Gottes ein und sagt ihm, das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Eine weitere Verbindung zum Buch Genesis. 1. Mose 1, Vers 2. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes ist der Agent Gottes in der Schöpfung gewesen, der Erzeuger des Universums. Und genauso sehen wir hier, wie der Heilige Geist Christus in seiner menschlichen Natur zeugt. Ein weiterer Hinweis über die Abstammung von Jesus Christus. Ein dritter Hinweis ist der Engel, der hier erscheint. Als er aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Genau auf die gleiche Art und Weise hat Gott schon im Buch Genesis gewirkt. Dort lesen wir in Genesis 31, 11, und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, Jakob, und ich antwortete, hier bin ich. Mit anderen Worten, Matthäus sagt, und wir wissen ja, dass seine Hauptzuhörerschaft das jüdische Volk ist. Kein Evangelium zitiert das Alte Testament so häufig wie Matthäus. Er sagt ihnen quasi, der Gott, an den ihr glaubt, von dem ihr im Alten Testament lest, er ist der, der hier weiterhandelt in Jesus Christus. Vierter Hinweis
die Namensgebung von Jesus Christus. Er sagt ihm, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also im Normalfall war es so, das sehen wir im Alten Testament, das sehen wir bereits im Schöpfungsbericht in Kapitel 2, Vers 20. Gott bringt alle Geschöpfe, alle Tiere zu Adam. Mit was für einem Auftrag? Adam soll ihnen Namen geben. Und wir sehen in Genesis 5, Vers 3, dass es das Recht eines Vaters war, seinem Kind den Namen zu geben. Genesis 5, Vers 3. Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde. Und Adam nannte ihn Seth. Die Namensgebung ist das Recht des Vaters. Jetzt kommt der Engel zu Josef und sagt ihm, du suchst nicht den Namen für dieses Kind aus. Du sollst ihn Jesus nennen. Mit anderen Worten, Gott beansprucht das Namensrecht für dieses Kind. Gott sagt uns dadurch, dieses Kind, was geboren wird, ist mein Sohn, der in meinem Bilde ist. Das heißt, wessen Sohn ist der Christus? Wir haben bis jetzt gesehen, tatsächlich in Maria gezeugt als Mensch. Er ist wirklich ihr Sohn und auch juristisch betrachtet, legal betrachtet, der Sohn Josefs. Aber eben nicht nur das, sondern er ist der Sohn Gottes. Fünfter Hinweis, der Name selbst ist ein Hinweis für seinen Ursprung, für seine Abstammung. Und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus bedeutet, Jahwe rettet. Und es ist so wichtig, ihr Lieben, und ich hoffe, es wird heute klar, wir brauchen nicht das ganze Neue Testament, um die Gottheit Jesu zu beweisen, sondern nur diesen einen Text. Es ist absolut glasklar. Er soll den Namen tragen, Jahwe rettet, und dann kommt die Begründung, beginnend mit denn. Sein Name soll so sein, denn, und dann steht da nicht, denn Gott wird durch ihn retten, sondern hier steht drin, denn er wird sein Volk retten. Jesus trägt den Namen Jahwe rettet, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Es gab bereits einen Jesus vorher, Jehoshua ist der hebräische Ausdruck, das ist Josua. Wir sehen, dass in Josua doch schon ein Schatten da war. Er führt in so einem Gehorsamsmaß das Volk Israel ins gelobte Land. Aber dann sehen wir letztendlich, sie haben auch ihre eigenen Sünden ins gelobte Land mitgebracht. Und wenn du die Geschichte Israels liest, ja, da sind immer wieder äußere Feinde. Sie werden beherrscht, sie werden angegriffen. Und doch zeigt uns das Alte Testament, all diese Probleme sind nur Äste, sind nur Blätter, die reichen zurück in eine tief liegende Wurzel namens Sünde. Und das ganze Alte Testament schreit danach, letztendlich nicht nach politischer Freiheit von den Römern oder Assyrern oder von wem auch immer. Es schreit nach Freiheit von dieser Wurzel des Bösen, was in mir Wurzeln geschlagen hat, in meinem Wesen. Die Sünde, Misstrauen gegen Gott, Rebellion gegen Gott, der Bruch des Gebotes Gottes und so weiter und so fort. Ich brauche wirklich in meiner Wesensmäßigkeit etwas, ein neues Herz. Und jetzt kommt dieser eine, der den Namen Jahwe rettet trägt, Jesus Christus. Denn er kann wirklich retten. Er kann mir wirklich helfen. Er kann mich vor mir selbst schützen. Er kann mich von mir selbst befreien. Er kann mir ein neues Leben geben. Das ist Jesus Christus. Deswegen höre das heute. Wessen Sohn ist der Christus? Er ist Gottes Sohn und er ist selbst Jahwe. Sechster Hinweis. Erfüllte Prophezeiung. Nachdem Matthäus nun mehrere Hinweise
mehrere Brotkrumen ausgestreut hat, die uns bis zum Anfang zurückführen, kommt er jetzt noch mit einem weiteren Hammerschlag, indem er zeigt, dass dieser Jesus, so wie er kam, 700 Jahre vorher angekündigt worden war. Und deswegen lasst uns lesen, Vers 22. Dies aber geschah, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, Doppelpunkt, und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 7,14, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist Gott mit uns. Hier müssen wir etwas ausholen, um das zu verstehen. Jesaja 7, Vers 14 wird von Matthäus zitiert. Im Hebräischen, in Hebräisch wurde ja Jesaja ursprünglich geschrieben, gibt es zwei unterschiedliche Wörter, die man verwenden kann, wenn man eine Jungfrau, wenn man etwas als, also eine Jungfrau bezeichnen möchte. Und das eine Wort ist der technische Begriff dafür, ganz klar Jungfrau. Während das andere Wort sowohl Jungfrau bedeuten kann, als auch junge Frau. Das Interessante ist jetzt hier, dass Jesaja nicht den präzisesten Ausdruck für Jungfrau verwendet, sondern man kann es absolut legitim übersetzen mit, siehe, eine junge Frau wird schwanger werden. Was den Vorwurf erhebt, schaut mal, Jesaja 7, Vers 14 hat noch nie eine Geburt durch eine Jungfrau prophezeit. Das müssen wir kurz betrachten. Zum einen ist es ganz wichtig festzustellen, dass der Begriff, der für Jungfrau explizit verwendet wird, dass der auch in Verbindung mit dem anderen Wort auftaucht, was hier verwendet wird, nämlich Almach. Und da sehen wir, dass diese zwei Begriffe austauschbar miteinander verwendet werden, als Synonyme. Das ist eine wichtige Beobachtung. Eine weitere Beobachtung ist, dass das Wort, was explizit für Jungfrau verwendet wird, da sehen wir an mehreren Stellen im Alten Testament, dass trotzdem, dass das Wort eine Jungfrau bezeichnet, oftmals hinterher noch der Zusatz kommt, sie hatte noch keinen Mann erkannt. Was doppelt gemoppelt ist, aber uns zeigt, der Begriff war nicht zweifelsohne nur für die Bezeichnung einer Jungfrau gedacht. Und ein letzter Hinweis ist ganz wichtig, nämlich schauen wir in die Septuaginta, die ich schon erwähnt habe. Also die griechische Übersetzung, die knapp 300 vor Christus, lange vor Jesus gemacht wurde. Wie haben die jüdischen Gelehrten dieses hebräische Wort ins Griechische übersetzt? Parthenos bedeutet explizit Jungfrau. Und das ist spannend. Und man fragt sich, warum haben sie explizit das Wort für Jungfrau übersetzt? Sie hatten doch keinen blassen Schimmer, dass hier die Rede von dem Messias ist und dass er durch eine Jungfrau geboren werden soll. Wieso haben sie das gemacht? Und ich habe keine absolut überzeugende Antwort, aber ein Punkt ist zunächst mal, sie kannten damals die Sprache und vielleicht war einer ihrer Gedanken folgender, nämlich, dass es heißt ja vorher, dies wird euch als Zeichen dienen. Also hier ist schon im Kontext klar, Gott tut ein Zeichen. Aber wenn es einfach heißen würde, eine junge Frau wird schwanger werden, was ist das für ein Zeichen Gottes? Jeden Tag werden Frauen irgendwo schwanger. Das ist überhaupt kein Wunder. Das ist doch kein Zeichen Gottes. Aber dass sie verstanden haben, hier ist ein Zeichen Gottes. Deswegen wissen wir oder sind uns sicher, dass der ursprüngliche Schreiber Jesaja das meinte. Und ein weiterer Aspekt ist der Kontext dieses Zeichens, was Gott ankündigt. Denn wir sehen nicht, dass im Kontext oder im Verlauf von Jesaja diese Prophezeiung klar als erfüllt betrachtet wird. Also wir warten auf die Erfüllung dieser Prophezeiung, aber wir sehen nichts klar.
Man könnte eine Stelle da so interpretieren, aber das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wenn das so ein wichtiges Zeichen Gottes ist, wieso wird es dann nicht etwas später als erfüllt betrachtet? Und wir haben im Kontext aber, gerade zwei Kapitel später in Jesaja 9, das wiederum die Rede von einem Kind. Und dann heißt es, Jesaja 9, Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunder, Rat, Gott, Held, Ewig Vater, Friede, Fürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Das bedeutet, wir haben mehrmals den Hinweis auf ein Kind, was geboren werden wird. Und hier wird sogar dieses Kind bezeichnet als Gott Held. Ihm wird Göttlichkeit zugeschrieben oder ewig Vater. Klarer kann man es nicht sagen. Sodass die Schreiber, die Übersetzer der Septuaginta, aus all diesen Faktoren dieses Wort Parthenos gewählt haben. Und wie auch immer, das Wichtigste an allem ist nicht, ob hier explizit Jungfrau oder junge Frau steht. Das Wichtigste ist, wie dieses Kind genannt werden wird. Schaut in den Text. Also es heißt ja zunächst, Vers 23, hier ist die Prophezeiung, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Und sie werden seinen Namen Immanuel nennen. Und damit komme ich zum letzten und siebten Hinweis. Sein Titel. Man könnte auch sagen, sein Ruf. Vielleicht wundert sich der eine oder andere nach dem Motto, er hat doch schon einen Namen. Er heißt doch Jesus. Jetzt kriegt er noch einen Namen. Immanuel, was geht denn hier ab? Ist hier was durcheinander gebracht worden oder was ist los? Nein, genau drauf achten. Zunächst heißt es, du sollst seinen Namen so und so nennen. Und dann heißt es, und sie werden ihn so und so nennen. Das eine ist sein tatsächlicher Eigenname. Das andere ist, wie er von anderen gesehen, wie er bezeichnet werden wird in seinem Auftrag, in seinem Ruf, nämlich, das ist Immanuel. Was bedeutet Gott mit uns? Wir sehen also hier noch ein weiteres Mal, dass Jesus Christus Immanuel ist. Das heißt, in dem ersten Wort Jesus steckt Jahwe rettet und im zweiten Wort steckt El, also Gott mit uns. Ja, das bedeutet, und wer kam auf die Erde? Jesus. Und sein Name ist Gott mit uns. Er ist der, der dieses Ergebnis herbeiführt, dass Menschen ihn so nennen werden. Gott mit uns. Was ist also das Ergebnis dieser wenigen Verse? Wenn wir die Genesis Jesu Christi betrachten und die Frage stellen, wessen Sohn ist er? So können wir sagen, er ist der Same der Frau, er ist gezeugt durch den Heiligen Geist, das bedeutet, er ist wahrer Mensch. Er tritt in unsere, in deine und meine Geschichte hinein. So nahe kommt er uns. Aber auch, er hat seinen Namen von Gott, weil er der Sohn Gottes ist. Er erschafft eine neue Schöpfung, nämlich das Heil. Er rettet von den Sünden. Was bedeutet, er ist Schöpfer. Er trägt den Namen Jahwe rettet und er trägt den Titel Immanuel, Gott mit uns. Was sagst du? Wessen Sohn ist Christus? Wenn du sagst, er ist der Sohn des lebendigen Gottes, er hat seine Ursprünge in der Ewigkeit, er ist gekommen, um auf den gleichen Boden zu treten, auf dem ich lebe und kämpfe,
Er ist für mich ans Kreuz gegangen, er rettet mich von meinen Sünden, er hat für mich den Tod überwunden, sodass einzig und allein in ihm eine Tür geöffnet wird für ewiges Leben. Wenn du das sagst, dann frage ich dich, gehörst du auch ihm? Und hast du dich ihm gegeben? Und hast du ihn aufgenommen? Und lebst du dementsprechend? Wenn das über ihn war, dann ist er der Dreh- und Angelpunkt nicht nur unseres Heils, dann ist er der, der er behauptet zu sein. Dann ist er der Herr jedes einzelnen Tages. Dann ist er der, von dem alles kommt, alles Gelingen, alle Freude, alles Glück, alles Leben, alles einfach. Lass ihn dein Ein und Alles sein. Aber ich möchte uns noch auf einen tröstenden Gedanken, nachdem wir jetzt diese Hinweise betrachtet haben, einen tröstenden Gedanken möchte ich euch weitergeben. Denn, und das hat mir den Kopf zerbrochen in der Vorbereitung. Ich habe mich gefragt, warum findet dieser göttliche Akt in so einer zerbrechlichen Situation statt? Ist euch das aufgefallen? Ist euch das aufgefallen, dass der Engel des Herrn nicht vor allen Dingen, bevor überhaupt irgendwas losgeht, Josef erscheint und sagt, du Josef, pass auf, schreib mit, Maria wird bald schwanger werden und das ist der Grund dafür und dann machst du das und das. So, hast du Klarheit? Hast du noch Fragen? Nein? Okay, dann los geht's. Treiben wir die Erlösungsgeschichte voran. Nein. Zuerst wird sie schwanger, er bekommt es mit, er zerbricht sich den Kopf, er ist völlig fertig mit der Welt, er ist kurz davor, die Verlobung aufzulösen, was ja damals schon ein Entlassen, wie ein Scheiden war. Und erst dann spricht Gott hinein. Das ist so spannend. Und ich glaube, dass auch das letztendlich wie im Buch Genesis ist, nämlich, dass Gott mit so verkorksten und sündhaften Menschen wie Abraham und Lot und Jakob und Isaak und den Brüdern von Josef und allen möglichen so schrägen, so fehlerhaften und sündhaften Charakteren trotzdem schafft, seine Geschichte zu schreiben. Er ist der eine, dessen Plan nicht schief geht. Er ist der eine, dessen Plan nicht schief geht. Und das ist so tröstend. Ihr Lieben, Gott hätte Josef vorher über alles aufklären können. Genauso hätte Gott dich vorher über alles Mögliche aufklären können, wo du dir jetzt gerade den Kopf zerbrichst. Aber sieh doch diese tröstenden Worte. Vers 20. Als Josef aber dies überlegte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn. Er überlegte. Das heißt nicht, er sprach mit anderen. Es heißt nicht, er machte laute Worte. Es heißt nicht, er betete. Nein, er überlegte. Und Gott sieht ganz genau, was du gerade überlegst. Und im rechten Moment ist er der Gott, der eingreift, wenn es darum geht, seine Ziele voranzutreiben und zu verwirklichen. Wenn du auf der Seite dieses Gottes stehst und sagen kannst, durch Jesus Christus, Gott ist mit mir, dann wirst du auch nicht scheitern, weil du zu ihm gehörst. Das heißt, siehe doch hier das Können und die Souveränität Gottes, der auch mit Josef und Maria und auch im Kontext von allen Charakteren, die noch kommen, den Magiern und Herodes und den 12 Jüngern, er schafft es, seinen Plan zum Ziel zu bringen. Er ist der eine, der das wirklich von sich behaupten kann. Aber in ihm werden auch wir weit überwinden durch den, der uns geliebt hat. Dann sind wir sicher. Dann stehst du auf dem Felsen der Ewigkeiten. Es ist ein bisschen so, wie wir hatten jetzt kürzlich, wir wohnen ja jetzt im schönen Krickenbach, dann gab es ein klein bisschen Schnee. Was machen wir natürlich alle, die ganze Mannschaft raus, Schneemann bauen. Und ich kann euch sagen, es war eine Katastrophe, weil mit 4 kleinen Kindern zu versuchen, einen einzigen Schneemann zu bauen, furchtbare Sache. Jeder baut letztendlich seinen eigenen Schneemann. Und wenn ich mir das mal so vorstelle, so ich lasse meine Kinder einen Schneemann bauen und nebendran baue ich meinen Schneemann. Der hätte richtig schön ausgesehen. Das wäre eine einfache Kiste gewesen. Und hätte ich dann gerufen, Schatz, guck mal raus. Und meine Frau guckt und die sieht und ich präsentiere meinen Schneemann. Da wäre sie nicht beeindruckt gewesen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn ich ihr zeige, Schatz, guck mal, das haben wir alle zusammen gebaut. So quasi, ich habe alle unterschiedlichen Perspektiven meiner Kinder
und auch die Tatsache, dass ihr das Ding dreimal so fest geklopft haben, dass er umgefallen ist, trotzdem geschafft habt, dass letztendlich ein Schneemann mit einer Karotte und zwei Steinen als Augen und so weiter dann da stand, da hat meine Frau sich gefreut. Und so schreibt Gott seine Heilsgeschichte. Wenn er einfach alles selbst machen würde, wie viel besser, wie viel vollkommener wäre es. Aber er gebraucht dich. Und er schafft das tatsächlich mit dir. Das ist doch unglaublich. Deswegen sei getrost. Wenn Gott es mit Josef und Maria schaffte, dann auch mit dir, was seine guten Ziele für dich und darüber hinaus angeht. Deswegen finde doch Trost in diesem Text. Ich komme zum Schluss. Und ich frage mich, wenn du dir das erste Kapitel Matthäus anschaust, ich meine, Verse 1 bis 17 ist einfach nur ein Stammbaum, ne? Und er bekam den Sohn und dann kam der Sohn und dann der Sohn, das ist ein Stammbaum und jetzt hier einfach nur eine Geburtsgeschichte von Jesus. Vielleicht sagst du dir, ey, ist überhaupt nicht meine Welt, dieses Religiöse. Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was du sagst. Weißt du, dann lass mich bitte zum Schluss dieser Predigt dich noch auf den Schreiber dieses Berichts aufmerksam machen. Matthäus. Weißt du, der hat sich nicht für Stammbäume oder den Ursprung von jemandem, geschweige denn Geburtsgeschichten, interessiert. Sein Name ist Matthäus. Er war Zöllner. Was uns zeigt, er lebte wirklich das Hier und Jetzt und kostete es aus. Das wissen wir deshalb, weil Juden, die Zöllner wurden, geächtet waren von ihrem eigenen Volk, weil sie im Dienste des Feindes, im Dienste Roms standen und meistens noch die eigenen Mitbürger ausgenommen haben, weil Zöllner verdienten zumindest in der Regel so das Geld, dass sie die Einnahmen für Rom sammelten und darüber hinaus so viel, wie sie in ihre eigene Tasche stecken wollten. Das war ihr Lohn. Sie waren gehasst. Deswegen kostete es sie auch etwas, den Schritt zu gehen, Zöllner zu werden. Er ist diesen Schritt gegangen. Der dachte sich vielleicht, ach, das ganze religiöse Gehabe da im Tempel und so, das ist nicht mein Ding. Die Leute, die haben irgendwelche Hirngespinste. Ich lebe im Hier und Jetzt, ich möchte ein gutes Leben, ich möchte ein volles Portemonnaie und daraus bekomme ich alles Mögliche, was ich mir wünsche. Frauen, Sicherheit, Hab und Gut, eine sichere Zukunft, was weiß ich nicht alles. Aber dann änderte sich das Leben von diesem Mann. Und das erzählt er uns sogar selbst. Schlag das doch mal bitte auf zum Ende dieser Predigt in Matthäus Kapitel 9. Matthäus 9. Ab Vers 9. Hier hast du die Antwort, wie es dazu kommt, dass so ein zahlenbesessener Mensch ein Evangelium von Jesus Christus schreibt. Das heißt hier, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen im Zollhaus sitzen, Matthäus genannt. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch lag, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Als er, Jesus, es aber hörte, sprach er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist der Wendepunkt im Leben von Matthäus. Ist euch aufgefallen? Jesus geht vorüber
und Jesus sieht einen Zöllner. Stell dir das vor, Jesus umgeben von Massen, von Leuten, die ihn hören wollen, von Leuten, die ihm nachfolgen. Er geht vorüber und ich versuche es mir vorzustellen, wie Jesus stehen bleibt und dort etwas entfernt von ihm sitzt er den Zöllner. Sieht er den Zöllner genau an dem Ort seiner Sünde. Und Jesus denkt sich nicht, Mensch, aber wer weiß, vielleicht kommt er eines Tages mal zu mir. Er geht zu ihm. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Und wenige Sätze später sagt er, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wen meint Jesus mit den Kranken? Den Zöllner. Der sah vielleicht mit einem schicken Gewand aus, als wäre sein Leben aus Gold. In Wahrheit war es innerlich voller Schimmel. Und er hatte die Schnauze sowas von voll. Und wenn das dein Leben ist, was vielleicht super funktioniert, wo du keine großen Probleme hast, weißt du, es schimmelt. Und Jesus sieht, wenn du krank bist. Und er kommt und läuft nicht einfach vorüber, sondern er lässt dich seine Stimme hören und sagt, du folge mir nach. Und er kommt bis zu dir. Er ruft nicht aus der Ferne, bring mal dein Leben in Ordnung und dann können wir irgendwann mal miteinander ins Gespräch treten. Nein, er sagt Matthäus, während er gerade abkassiert, im Zollhaus, in seiner Sünde, sagt er, folge mir. Das ist so tröstend für mich, dass mein Jesus, er geht so weit zu mir, dass seine Gnade mich da findet, wo ich gerade bin. Und weißt du, dich auch. Deswegen siehe an Matthäus. Was du brauchst, sind nicht Dinge, die zusammen mit dieser Welt untergehen, sondern das, was du brauchst, ist von Jesus geliebt zu werden. Das ist der Zweck deiner Bestimmung. Das ist das höchste Lebensglück. Und deswegen bist du heute angesprochen. Also sieh bitte auf die Genesis Jesu Christi, auf seinen Ursprung, auf seine Abstammung. Sieh ihn als den, der er wirklich ist. Und wenn du das siehst, dann stellst du fest, dass das eine Realität ist, die für dich gilt. Genauso wie es das Leben von Matthäus geändert hat und er sein Zollhaus hinter sich ließ, so möge es unser Leben ändern. Und lass uns doch auch diese Weihnachtszeit nutzen, um diesen Jesus bekannt zu machen. Es gibt keine bessere Zeit im Jahr als jetzt. Wir haben am Büchertisch einiges eingekauft, sowohl kostenlos zum Mitnehmen als auch in Form von Geschenken, die ihr kaufen könnt und verschenken könnt in dieser Weihnachtszeit. Vielleicht hast du einen Matthäus in deinem Leben, wo du sagst, ey, der interessiert sich nur für das Geld. Den kannst du abschreiben. Der kommt niemals hierher. Schreib ihn nicht ab. Bring Jesus, bring seine Botschaft zu ihm. Und vielleicht wird er diese Worte hören, wie Jesus zu ihm sagt, du folge mir nach. Oh, Jesus hat unter euch, die ihr hier seid, schon einige, wo ich im Leben nie gedacht hätte, dass da etwas passieren kann. Heil gemacht, gerettet, von neuem geboren. Möge er es in dieser Weihnachtszeit tun. Lasst uns ihm vertrauen und ihn bekannt machen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Und so dies alles wahr ist, zeigt es uns, dass wir auch jetzt mit dir sprechen dürfen, Herr Jesus Christus, mit dir höchstpersönlich, mit dir dem Retter. Wir wollen dich von ganzem Herzen bitten, dass du uns in dieser Weihnachtszeit doch begegnest, dass wir uns nicht täuschen lassen von Weihnachtsliedern, Weihnachtslichtern,
Weihnachtsessen, Weihnachtsabenden, als wäre das, woran unsere Seele sich satt essen könnte. Aber gib uns doch, dass diese äußeren Dinge uns darauf hinweisen, dass da wirklich eine Ruhe ist, die Jesus Christus geschaffen hat, die du selbst verkörperst, Jesus. Danke so sehr, dass wir heute einmal mehr sehen durften, was deine Abstammung ist, unser König Jesus, dass du Jesus heißt, Jahwe rettet, dass du Emmanuel genannt wirst, Gott mit uns. Dank und Preis sei dir dafür. Amen.